السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Herrn der Welten. والصلاة والسلام على رسول الله. Und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Die Frage von heute ist: Darf man jemandem, der stottert, den Koran beibringen? Ja? Damit meine ich den Koran beibringen, nicht in die, dass man ihm die Bedeutung vom Koran beibringt. Das ist ja sowieso klar, dass man ihm die Bedeutung vom Koran beibringt, wie er handelt, was halal ist, was haram ist. Nachdem, das ist ja selbstverständlich. Da sollte sowieso jeder Muslim, und das ist hier mein Ratschlag, sollte so viel wie möglich vom Koran lesen. Und ich glaube, wenn alle Muslime auf der Welt jeden Tag nur 10 Seiten vom Koran lesen würden, selbst wenn es nur eine Übersetzung ist, dann würden wir uns ganz anders verhalten. Weil der Koran ermahnt dich. Der Koran ermahnt dich. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier den Koran liegen. Wenn ich jetzt hier einfach mal eine Seite durchlese, ich habe es einfach mal zufällig aufgeschlagen. Ja? Zufall in Anführungsstrichen, also ohne Plan. Sure 23, Vers 75 bis 88. Ich lese dir einfach mal vor. Wenn wir uns ihrer erbarmten und das Unheil, das auf ihnen ist, hinwegnehmen, würden sie wahrlich in ihrer Auflehnung verharren und umherirren. Dann denkt sofort über diesen Vers nach. Ah, das heißt, die würden trotzdem weitermachen. Okay. Wir haben sie ja mit der Strafe ergriffen, aber weder unterwarfen sie sich ihrem Herrn, noch flehten sie demütig. Dann lernst du sofort daraus, aha, ich muss mich Gott unterwerfen und ihn anbeten, demütig ihm gegenüber sein. Wenn wir ihnen dann ein Tor zur strenger Strafe öffnen, sind sie darüber sogleich ganz Gott verzweifelt. Er ist es, der euch Gehör, Augenlicht und Herzen hat entstehen lassen, wie wenig sei dankbar ihr seid. Das heißt, es erinnert dich sofort daran, darüber nachzudenken, ja, dass mein Gehör, mein Augenlicht, das hat mir alles Gott gegeben, dafür muss ich dankbar sein. Weiter. Und er ist es, der euch auf der Erde hat anwachsen lassen und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Sofort wieder eine Ermahnung. Ich bin hier, Allah hat mich hier auferweckt und zu ihm werde ich zurückkehren. Dann. Und er ist es, der lebendig macht und sterben lässt. Er ist es. Er alleine macht lebendig und lässt sterben. Kein Arzt, kein irgendwas. Der kann vielleicht helfen, medizinisch helfen. Aber im Endeffekt, Allah lässt leben und sterben. Und auf ihn geht der Unterschied von Nacht und Tag zu Griff. Begreift ihr denn nicht? Denn wenn er das ist, der leben lässt, sterben lässt, Tag und Nacht erschaffen hat, wen müssen wir dann anbeten? Ihn. Weiter. Aber nein, sie sagen das Gleiche, was die früher gesagt haben. Wieder in der heutigen Zeit. Die erzählen genau dasselbe wie früher, die den Glauben verleugnet haben. Sie sagen, wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir dann wirklich auferweckt werden? Das habe ich schon so oft in der Dauer gehört. Ist noch keiner zurückgekommen. Ist noch keiner zurückgekommen. Genau dasselbe, was hier vor 1400 Jahren steht. Dies ist bereits zuvor in unseren Vätern versprochen werden, das sind nur Märchen der früheren. Sag, wem gehört die Erde und wer auf ihr ist, wenn ihr es wisst. Sag, sie werden sagen, Allah gehört es. Sagt, bedenkt ihr denn nicht? Und so weiter und so fort. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt mal ein paar Verse vorgelesen. Stellt mal vor, ihr lest euch so jeden Tag, das war jetzt nur eine halbe Seite, jeden Tag 10 Seiten durch. Einfach so vorm Schlafen gehen, lest ihr 10 Seiten durch. Das heißt, wenn ich über Koran beibringen rede, dann rede ich über die Lesung des Korans. Kann man jemandem zum Beispiel Tajweed beibringen und die Lesung des Korans, der stottert oder eine andere Krankheit hat, die ihn den Koran nicht richtig aussprechen lässt? Ja. Und die Antwort ist ja, kann man. Natürlich kann man das. Erstens, Allah hat Macht über alle Dinge. Es kann sein, dass durch diese Anstrengung allein die Krankheit oder das Stottern auf einmal wegnimmt. Wir haben schon so viele Dinge erlebt, wo jemand eine aussichtslose Situation anscheinend hatte und plötzlich hat Allah diese Situation verändert. Wir haben schon so oft erlebt, dass Leute gedacht haben, ja, ich muss eigentlich etwas machen, was haram ist, ansonsten bin ich verloren. Dann haben sie auf Allah vertraut und plötzlich hat Allah die Situation komplett für sie verändert. Ja, das Vertrauen auf Allah. Wir haben zum Beispiel einmal von Leuten gehört, die hatten eine Pizzeria, direkt in der Nähe von einer Disco gehabt. Und alle fingen an, ihnen zu erzählen, ja, sie sollen doch auch trotzdem weiter Schweinefleisch und Alkohol da verkaufen, ansonsten können sie doch gar nichts verdienen. Sie haben das abgelehnt und plötzlich lief diese
Pizzeria erst recht oder dieses Schnellrestaurant erst recht. Das heißt, vertraue auf Allah. Allah hat Macht. Allah versorgt. Wie es hier steht. Wie hier steht, Allah lässt leben und sterben. Allah versorgt auch. Dann gibt es eine Grundregel hier, die man überhaupt verstehen muss, liebe Geschwister. Es gibt eine Grundregel im Islam. Und bei dieser Fragestellung geht es mir eigentlich eher um die Grundregel als um die Frage. Weil die Grundregel ist viel wichtiger. Denn die Grundregel kann ich auf alle möglichen Dinge anwenden. Während ich das Stottern nur auf Leute anwenden kann, die Stottern und Koranlesung lernen wollen. Ja. Diese Grundregel heißt Fattakullah mastatatum. Das ist in Suratul Taghabun, Vers 16. Fürchtet Allah so gut ihr könnt. Das ist eine Grundregel in der Religion. Und da sagt der Prophet alaihissalatu wassalam zu. Er sagt: Was ich euch verboten habe, das lasst. Und was ich euch befohlen habe, also zur Pflicht gemacht habe, macht es so gut ihr könnt. Was ich euch verboten habe, komplett lassen. Was ich euch geboten habe, macht es so gut ihr könnt. Das heißt, du hast eine Pflicht in der Religion. Du hast eine Pflicht in der Religion. Du musst im Stehen beten. Das Stehen ist eine Pflicht in der Religion. Du hast keine Beine. Fattakullah mastatatu. Fürchte Allah so gut du kannst. Du musst im Sitzen machen. Oder deine Beine sind kaputt, du machst es im Sitzen. Und wenn du das nicht kannst, dann im Liegen. Und das sagt der Prophet sogar. Salli qa'iman fa innam tastatifa qa'idan fa innam tastatifa ala jamb. Bete stehend, wenn du es nicht kannst, sitzen. Wenn du es nicht kannst, dann auf der Seite liegend. Aber das heißt, wenn du es nicht kannst, das heißt, merkt euch diese Regel immer. Fattakullah mastatatum, fürchtet Allah so gut ihr könnt. Das heißt, wenn eine Sache geboten wurde, macht die so gut ihr könnt. Aber so gut ihr könnt, heißt nicht, ja, ich kann das nicht, weil ich schäme mich. Es könnten mich ja die Leute blöd angucken. Oder ich kann kein Kopftuch anziehen, weil dann kriege ich den Job nicht. Nein, das ist eine andere Sache. Das ist Hubudunya. Weil Allah hat dir befohlen und dir gleichzeitig verboten, deine Aura zu zeigen. Dinge von deiner Aura zu veröffentlichen, die du nicht veröffentlichen darfst. Da kannst du nicht sagen, Fattakullah mastatatum, du bist in einer Notsituation. Du wirst nicht verhungern, weil du den Job nicht nimmst. Aber was ist zum Beispiel, wenn du in einer Notsituation bist? Es gibt eine Darura, eine Notsituation. Die ist verboten, Schweinefleisch zu essen. Aber du kommst jetzt in eine Notsituation. Jetzt in dieser Situation isst du so viel von dem Schwein, was dir gerade reicht. Weil du ansonsten verhungern würdest. Du darfst deine Blöße nicht zeigen. Deine Scham nicht zeigen. So, was passiert jetzt? Du bist schwanger, kriegst einen Kaiserschnitt. Da ist nur ein Mann, der dir gerade helfen kann. Was ist? Heißt das jetzt, nee, ich sterbe lieber und das Kind stirbt mit? Nein, du bist in einer Notsituation. Und ansonsten, wie gesagt, Notsituation ist eigentlich ein bisschen anders noch, aber Fattakullah mastatatu, merkt euch diese Regel, die ist sehr, sehr wichtig. Fürchtet Allah so gut ihr könnt. Weil da kommen dann auch einige, die den Islam kritisieren wollen, sagen, ja, ihr redet vom Fasten und vom und dann machen sie sich wieder lustig, ja. Was ist denn, wenn man in Grönland lebt? Da geht die Sonne doch gar nicht auf und gar nicht unter. Ja, kein Problem. Fattakullah mastatatum und fürchtet Allah so gut ihr könnt. Aber es wurde schon vor 1400 Jahren offenbart, was man dann macht, wenn man in einer Situation ist, wo die Sonne nicht untergeht und dementsprechend auch, wo die Sonne nicht aufgeht. Nämlich, es wird aus einem Hadith abgeleitet vom Propheten mit dem Dajjal, dass man die Zeiten errechnet, schätzt. Das nur nebenbei. Ich kann da auch mal genauer drauf eingehen, aber das ist hier nicht das Thema. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك